Jetzt sind Sie natürlich auch in der Corona-Pandemie natürlich, Sie wurden ja auch gleich ins kalte Wasser geworfen sozusagen. Die Rolle der Politiker wurde kritisiert, aber alle haben gesagt, na, den Job will ich aber im Moment nicht selber machen. Trotzdem wird kritisiert und dann eben auch in Hassrede übergegangen. Wo liegen denn die wirklichen Ursachen, dass das jetzt so aufgekeimt ist, so angeschwollen ist, diese digitale Hassrede? Hat das vor allen Dingen jetzt was mit Corona zu tun? Also ich glaube, Corona wirkt wie ein Brennglas. Das haben wir an verschiedenen Stellen immer mal wieder auch in der Diskussion, dass es eigentlich sozusagen wie ein Vergrößerungsglas ist für Probleme, die es sowieso schon gibt, und zwar an unterschiedlichen Stellen. Und ich glaube, genauso ist es hier jetzt auch im Netz, was die Verschärfung des Tons angeht oder was diese Hate Speech angeht. Insofern glaube ich, war das Problem vorher auch schon da. Aber ich glaube, die Menge und das, was es jetzt an Vielzahl von Rückmeldungen gibt, das ist sicherlich durch Corona nochmal verstärkt worden. Ursachen habe ich für mich jetzt einfach mal drei erkannt, die glaube ich, ursächlich sein können. Das eine ist die Überforderung mit der Situation. Also es ist einfach eine komplexe Situation, die wir im Moment gerade haben. Die Unzufriedenheit, die dadurch entsteht, muss irgendwo, glaube ich, raus bei den Menschen. Und eine Lösung ist halt diese, ja. Das zweite ist natürlich die Suche nach vermeintlichen Verantwortlichen. Und ich glaube, diejenigen, die sich der Verantwortung in der Politik stellen, suchen nach guten Lösungen, dass die aber auch immer kompromissorientiert sein müssen und dass sie eben oft auch, ich sag's jetzt mal, vielleicht nicht die beste Lösung für den Einzelnen darstellen. Das macht unzufrieden und das wird dann auch honoriert in Form von solchen Kommentaren. Und das Dritte wurde von Herrn Dr. Mehring vorher gerade schon benannt, ist die Anonymität, die im Netz halt einfach herrscht. Wenn man jetzt, so wie wir hier, Video ist ja nochmal, haben wir noch einen Kanal mehr. Wenn wir aber nur schreiben, ja, dann ist man in der Anonymität und dann kann man eben auch leichter Dinge loswerden, die sonst einer sozialen, aber auch einer persönlichen Kontrolle unterliegen. Und ich glaube, das sind die drei Hauptgründe, warum das im Moment gerade zunimmt. Eine anstrengende, herausfordernde Situation. Vielleicht auch fehlende Möglichkeiten, damit umzugehen. Wenig Handlungsspielräume der Menschen selber auch wieder zu führen. Und natürlich, wie gesagt, diese Anonymität. Eine berühmte Mandantin, die Sie auch vertreten haben, Renate Künast, die ist tatsächlich mal nach Hause gefahren zu den Leuten, gell? Ja, das hat sie tatsächlich mal gemacht. Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede? Also werden Frauen anders beleidigt als Männer oder beleidigen Frauen anders als Männer? Ja, das kann ich jetzt ziemlich eindeutig beantworten und zwar mit Ja. Ich möchte trotzdem ein bisschen weiter ausholen. Es ist ganz wichtig, bei diesem Thema auch diese Gender-Perspektive sich mal anzuschauen. Denn obwohl wir leider viel zu wenig Daten haben, nicht nur über die Täter und Täterinnen, sondern tatsächlich auch über diese Aspekte, haben wir sehr viel Grund zur Annahme, dass es tatsächlich da gravierende Unterschiede gibt. Wir haben in der Beratung bei uns etwas, also circa 60% Frauen, da kann man jetzt auch sagen, das ist so, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, noch nicht wirklich gravierend, aber in der Prozesskostenfinanzierung, wo es also darum geht, die strafbaren, die zivilrechtlich verfolgbaren Inhalte zu behandeln, da sind die Frauen schon mit beinahe 3/4 repräsentiert, mit 73%. Und das bestärkt uns ganz stark in der Auffassung und auch in unserem Gefühl, dass eben die Inhalte, mit denen sich Frauen an uns wenden, viel, viel häufiger auch strafbar sind und eben rechtlich verfolgbar. Und wir sehen eben, dass bei Frauen ein Drittel der Inhalte, die sich gegen sie richten, unter die Gürtellinie zielen. Das heißt, sie richten sich gegen ihr Aussehen, sie sind sexualisiert und sie richten sich einfach gegen sie, weil sie Frauen sind, wegen ihres Geschlechts. Und das erleben zumindest heterosexuelle weiße Männer in dieser Form nicht so. Dieses Sexualisierte haben wir dann nicht. Wir erleben bei Frauen auch 5% Vergewaltigungsandrohungen. Und das ist etwas, wo wir strukturelle Unterschiede sehen, weil es immer gleich persönlich wird und weil eben Männer ja sich dem nicht ausgesetzt sehen. Da wird eben auch häufiger noch Kritik geübt und sich mit irgendwas auseinandergesetzt, mit der beruflichen Tätigkeit, dem Aktivismus oder was auch immer. Aber Frauen haben dieses Problem leider eben nicht, was eben auch noch dazu führt, dass bei Frauen natürlich ein besonderes Schamgefühl damit einhergeht, wenn es immer direkt so sexualisiert ist. Und das heißt, Frauen zeigen dann auch so seltener an und so weiter und so fort. Das ist dann so alles, was sich eben nachzieht an dieses Problem. Frau Bayer-Müller, können Sie das auch so ein Stück weit nachempfinden, dass Sie anders angegangen werden als Ihre männlichen Landratskollegen in anderen Landkreisen?
Also ich würde das eins zu eins so unterschreiben, was Frau Ballon gerade sagte. Das Thema der Kompetenzanzweiflung, das würde ich noch hinzufügen. Also Frauen, glaube ich, werden häufiger in ihrer Kompetenz auch angezweifelt als Männer. Also das ist das, was ich jetzt einfach aus der persönlichen Erfahrung heraus schon berichten kann. Und nochmal zu diesem anonym, vielleicht auch letzte Frage jetzt zum Themenkomplex. Ist das aktive Beleidigen? Also ist das dadurch viel einfacher und machen das dann Menschen eben viel öfter, auch auf ihrer Ebene? Also das Thema anonymisierte Rückmeldungen habe ich jetzt persönlich in der Form so wenig erlebt. Die Rückmeldungen, die kamen, waren aber bei mir tatsächlich so, dass man mich tatsächlich auch persönlich sozusagen angegriffen hat und meine Kompetenzen jetzt tatsächlich ja auch in Zweifel gezogen hat. Und zwar an unterschiedlicher Stelle, jetzt sowohl als Kommunalpolitikerin als auch schon davor während des Wahlkampfs.